Crytek! Genau. Genau. Play to win with Intel Core 2 Extreme Crysis Crytek GmbH All Rights Reserved. Und damit ein Hallo und herzlich willkommen bei meinem nächsten Let's Play, und zwar Crysis. Ihr habt abgestimmt, entweder Crysis, GTA oder Batman, und ihr habt gesagt mit 94 Stimmen, dass ich Crysis Let's Playen soll, also echt wow. Also 94 Stimmen, da wart ihr ordentlich aktiv, das hat mich sehr gefreut. GTA hat 67 Stimmen gekriegt. Das war mehr oder weniger am Anfang ein kleines Kopf-an-Kopf-Rennen, mehr oder weniger. Und dann hat irgendwann Crysis gesagt, nö, jetzt reicht's. Jetzt werde ich GTA mehr oder weniger ordentlich in den Arsch ficken, ja. Batman hat irgendwie kein Rederecht da bekommen, irgendwie nur 20 Stimmen. Der war mehr oder weniger die ganze Zeit im Hintergrund. Und hat die ganze Zeit was gelabert von wegen, ich bin Batman. Auf jeden Fall ist dieses Let's Play, wie in der Umfrage schon gesagt, komplett blind. Mehr oder weniger, denn ich muss euch noch etwas erzählen, bevor es hier losgeht. Und zwar habe ich schon vor 10 Minuten eine Aufnahme versucht zu machen, aber die mir dann missglückt ist, denn ich habe 5 Minuten irgendwie aufgenommen, also in-game. Bis ich dann irgendwann gesagt habe, einen gewissen Punkt. So Leute, ich gucke mir mal ganz kurz die Aufnahme an vom Sound, bla bla bla. Habe ich mir angeguckt und dann habe ich gesehen, was sind dich? Irgendwie habe ich hier einen Mauszeiger die ganze Zeit drin in dieses Video, was soll denn die Kacke? Auf jeden Fall, wie man auch jetzt gerade sieht im Hauptmenü, der Mauszeiger ist nicht da. Also ich habe den Mauszeiger einfach mal ausblenden lassen, bevor mir dieser kleine blöde Fail nochmal passiert. Und ich würde sagen, bevor wir weiter um den heißen Brei reden, beziehungsweise ich, legen wir gleich mal los mit einem Einzelspieler natürlich hier. Neues Spiel. Und zwar auf Normal. Spiel starten. Electronic Arts presents Crytek Production. Directed by Sivat Real, irgendwas, keine Ahnung, konnte ich nicht mehr lesen. Verdammt. Crysis. Kontakt. Daten werden geladen, denn mach mal hinne. Denn ich kann's kaum abwarten, ole ole ole. Warum ich eigentlich dieses ganze Gelaber im Hauptmenü gemacht habe? Naja, da ich jetzt schon die Steuerung sehr gut kenne, denn ich habe ja schon eine Aufnahme gehabt,
Bevor dann wieder Leute ankommen und sagen, hey, Zero, du kennst dich aber ganz schön gut aus mit der Steuerung, das ist bestimmt nicht blind oder so. Doch, es ist blind, aber ja, wie gesagt, schon eine Aufnahme gehabt und deswegen kenne ich jetzt schon sehr gut die Steuerung, meine lieben Freunde. 7. August 2020. Spiel gespeichert. Schön. Hier spricht Dr. Helena Rosendahl vom IAS-Forschungsteam auf den Ling-Shan-Inseln. Die Koreaner haben die Kontrolle übernommen. Sie treiben draußen Zivilisten zusammen. Wir haben etwas gefunden. Im Fels. Diese Entdeckung könnte die Zukunft des Planeten verändern. Die Koreaner wissen nicht, womit sie es zu tun haben. Gute Hände hinter den Kopf! Bitte! Sieben Tage später. Zentrale, hier ist Sky Chief. Sind auf 25, Kurs Ost. Unser Radar ist gestört. Da braut sich ein Gewitter zusammen. Negativ, Sky Chief. Kein Rumpel in der Nähe und klarer Himmel. Over. Roger, Zentrale. War wohl eine Fehlfunktion. Geschätzte Ankunft in 3 Minuten. Hey, Nomad. Gibt sich auch noch mal? Okay, meine Herren, der Geheimdienst hat auf der Insel starke Truppenverbände lokalisiert. Sie rechnen nicht mit uns, das sollten wir ausnutzen. Die Koreaner dürfen nicht merken, dass wir hier sind. Die werden nicht mal merken, was los ist. Mann, Psycho! Was soll das? Das hier ist eine verdeckte Operation. Wir haben hier nur einen Evakuierungsbefehl. Wir sind nicht im Krieg. Noch nicht. Was? Prophet, wissen wir, ob diese Leute überhaupt noch leben? Genau das sollen wir rausfinden. Der Kontakt zu Dr. Rosendahl ist abgebrochen, als Nordkorea die Insel abgeriegelt hat. Das war vor einer Woche. Vor 2 Tagen haben wir das Notsignal eines Rettungsbootes aufgefangen. Irgendjemand da unten will gefunden werden. Raptor Team, wir nähern uns jetzt dem Ziel. Bereit machen zum Absprung. Alles klar, einklinken, Masken auf. Okay, dann mal auf mit dem Scheiß hier. Wenn wir draußen sind, hört alles auf mein Kommando. Seid vorsichtig. Jawohl, Sir. Grün in 5, 4... 3, 2, 1. Los, los, los! Okay, dann mal los! Ab ins Vergnügen! Ja! Jeder stirbt allein. Lässt uns J-Sock neuerdings Archäologen suchen? Das wird ein Spaziergang. Ich hab von diesem Typen gehört. Er muss was entdeckt haben, was das alles hier rechtfertigt. Von mir aus? Ich wette 50 Mäuse, dass wir nicht wegen diesem Rosendahl hier sind. Achtung, Team, bereit machen. Wir kriegen nicht viele Informationen. Das Headquarter wird auf die USS Constitution verlegt. Bis dahin müssen wir improvisieren. Schirme öffnen auf mein Kommando. Los! Was zum Teufel? Hey, er ist weg! Mein verdammter Schirm ist weg! Ich habe keinen Reserveschirm mehr! Reißen Sie sich zusammen! Sie sind über Wasser! Ihr Anzug absorbiert den Aufprall! Oh, verdammt! Oh! Nomad, wie ist Ihr Status? Naja, nass. Ich bin okay, aber mein Herd ist gestört. Was zum Teufel war das? Keine Ahnung, aber Sie haben die Landezone verpasst. Kommen Sie zum Strand. Bin unterwegs. Hat jemand die Landezone getroffen? Wo zum Teufel stecken Sie alle? Kommen! Hier, Psycho. Bin gelandet und unterwegs. Chester am Boden. Rücke jetzt zur Landezone vor. Aztec, ich hab Sie nicht auf dem Radar. Bitte kommen. Aztec, bitte kommen. Shit. Prophet, ich bin jetzt am Strand. Sie sind ziemlich hart aufgeschlagen. Einige Funktionen Ihres Anzugs sind ausgefallen. Ich check das mal. Ihr Videosignal ist gestört. Ich versuche es neu zu kalibrieren. Energie kritisch. Alles klar, Ihr Anzug ist okay. Sie sind wieder online. Das ist gut. Immer noch kein Zeichen von Aztec. Nomad, stoßen Sie mit Chester zur maximale Aztecs Position Stärke. Vor. Maximales Tempo. Prüfen Sie die Einsatzzielanzeige. Ja, interessant.
Ah, hier kann man noch zoomen. Schön, schön. Darf ich jetzt ein bisschen reden oder wie schaut's aus? Ich glaube, ich darf jetzt wieder reden. Joa, das war ein schöner Aufprall. Ich bin schön nass. Sehr schön. Fängt ja sehr gut an. Auf jeden Fall starte ich eine kleine Umfrage in Crysis. Ja, nochmal eine Umfrage. Tut mir leid, aber das muss sein. Und zwar, die Anzugsstimmen kann man ändern. Einmal weiblich und einmal eine männliche. Ja. Ihr dürft entscheiden, welche Stimme es sein soll. Ich werde euch die mal einfach mal vorführen. Also das ist jetzt die männliche, wie man auch schwer erkennbar ist. Was? Maximale Panzerung. Ja. Maximales Tempo. Ja. Maximale Stärke. Und das. Tarnfeld aktiviert. So, jetzt kommen wir zur weiblichen. Die kann man dann einfach schön umstellen einfach hier. Nee, nicht da. Das war schon mal ein bisschen fail. Und zwar kann man die hier umstellen, weiblich. So. Maximales Tempo. Maximale Panzerung. Maximale Panzerung. Maximale Stärke. Maximale Stärke. Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld aktiviert. Also wie man hört, sehr, sehr emotional dabei. Ihr dürft auf jeden Fall entscheiden. Maximales Tempo. Ja. Welche Stimme wir denn daneben? Schreibt es einfach in den Kommentaren, entweder männliche oder weibliche. Ich bin gespannt, für welche Stimmen ihr euch entscheidet und mit welcher wir spielen sollen. Auf jeden Fall, wie ich finde, ist die englische Stimme auf jeden Fall am geilsten. Ja, das war zum ersten Mal, dass ich die englische Stimme irgendwie am geilsten finde. Naja, was soll's. Auf jeden Fall spielen wir jetzt erstmal noch ein bisschen mit der weiblichen. Und ja. Nebenbei können wir allen möglichen Zeugs auch aufnehmen, zum Beispiel hier. Zack. Einfach rumschmeißen und uns ein abfreuen. Echt sehr schön. Ja. Das auch einfach mal so. Tschuck. Super. So, Y ist hinlegen. Interessant. Und F können wir Objekte nehmen. Das kennen wir ja schon. Yuppie. So viel dazu. Und T ist Nahkampf. Achso, und man kann noch die Waffen modifizieren. Also ein Schalldämpfer raufhauen, Taschenlampe, taktischer Aufsatz oder noch ein Reflexvisier. Das haben wir jetzt alle drauf. Aber die Taschenlampe werde ich mal lieber abmachen, denn ich weiß nicht, wie die auf Gegner so reagiert. Denn ich versuche mehr oder weniger in diesem Let's Play ein bisschen Stealth-mäßig vorzugehen. Obwohl es bei Crysis nicht so ganz geht, denn man kann keinen richtigen Stealth-Move ausführen. Also so ein One-Hit-Nahkampf, irgendwas Teil. Oder kann man das doch? Also das würde ich mal gerne wissen. Schreibt das mal bitte auch in den Kommentaren, ob man das irgendwie machen kann. Also ich kenne nur das hier. Schön im Nahkampf so ausschalten, aber das ist halt auch kein One-Hit. Da muss man schon 3 oder 4 Mal raufhämmern, bis der Gegner down geht. So viel dazu. Ja, ich sehe ihn. Der wird gleich mal ausgeschaltet. Nebenbei kann man zu vollautomatisch wechseln. Das seht ihr unten rechts. Zu Einzelschuss und zum, ja, so eine Schlafkugel, also die den Gegner einfach mal im Schlafmodus versetzt. Mehr oder weniger. Und dieser blaue Streifen, der die ganze Zeit schön abläuft, ist meine Energie vom Anzug, genau. Und wenn die aufgebraucht ist, dann geht halt die Fähigkeit einfach weg. Und ja. So, der Gegner ist auch schon da. Der kommt gleich her. Haben die Gegner mich schon bemerkt irgendwie? Kein Plan. Jedenfalls versetzen wir den guten Kollegen gleich mal im Schlaf. Im Land der Träume mehr oder weniger. Mal gucken, ob die anderen Leute es bemerken irgendwie. Maximale Panzerung. So. Jetzt schön erledigen. Und weiter geht's mit das Geschleiche. Wegen so kann man die eigentlich nur so richtig gut stealth-mäßig leider nur ausschalten. Also es gibt, glaube ich, wirklich keine... Ja, One-Hit-Nahkampf-Move irgendwie, wie zum Beispiel in Battlefield 3, sag ich mal. So, der legt sich auch mal hin. Der andere Gegner hat, glaube ich, nichts bemerkt. Können wir die gleich mal beobachten, wie der sich jetzt anstellt. Tarnfeld aktiviert. Ah, der hat anscheinend nichts bemerkt. Oh, jetzt guckt er. Ne? Na, was macht er denn? Da ist er. So. Und der geht auch mal down. Geh down! Jawohl.
So, dann wollen wir mal auch seine Wumme hier aufnehmen. Man kann nebenbei zwei Sturmgewehre nehmen und eine Pistole, was ich auch sehr geil finde. Also eine Pistole hatten wir ja von Anfang an, wie man sieht. Und hier die zwei Sturmgewehre. Munition kann man immer so aufnehmen, einfach ja, die Waffe angucken und dann F-Taste drücken. Finde ich auch sehr geil, wie er die aufnimmt einfach mal so. Also sehr gut gemacht auf jeden Fall. Sehr, sehr schön, definitiv. Oh, guck mal, Krabben. Oh. Nebenbei kann man Krabben auch aufheben. Schwimm, mein Freund! Ja. Ich glaube, der lebt noch. Hoffe ich jedenfalls. Er müsste leben, ist halt Wasser, ne? Wäre ja komisch, wenn nicht. So, das Teil kann man ja auch aufheben. So, und... Oh, hä? Achso, mit F schmeißt man diese Teile. Ja. Das Teil geht auch irgendwie nicht aus, diese Fackel. Die ist irgendwie total immun gegen Wasser, wie man sieht. Also sehr gute Fackel. Auf jeden Fall. Und wie man sieht, ey, diese Grafik, alter Falter. Das sieht echt schon noch sehr... Prophet, hier ist Deck. Hören Sie mich? Klar und deutlich. Wie sieht's aus? Schön aus. Ich hatte auf dem Weg nach unten irgendwas erwischt. Ich hänge in den Bäumen fest. Okay, Aztec, halten Sie durch. Hilfe ist unterwegs. Ja, bin gleich da. Kein Problem, kein Problem. Ach, guck mal, Vögel. Oder was das auch mal sein soll. Hier, Kollege. Flieg! Ihr habt nichts gesehen. Der lebt noch. Das ist ein Schwimmvogel. Der fliegt nicht, der schwimmt nur. Der schwimmt. Was? Der ist tot? Nein. Der ist nicht tot. Der ist nicht tot. Ist hier auch ein Schwimmvogel. Der fliegt auch nicht wegen... Der schwimmt auch mit seinen Kollegen. Der ist auch nicht tot. Ja. Ihr habt nichts gesehen. Ruhe. Komm her. Wo bist du? Da. Ich bin der Vogelfänger. Flieg ab mit dir in die Freiheit. Auch ein Schwimmvogel. Sind alle Schwimmvögel hier. Sehr schön. Nebenbei, ab hier habe ich dann den Part kurz beendet. Also jetzt ist es wieder für mich komplett blind, mehr oder weniger. Nomad, hier oben. Aktiviert. Ist das ein Feind? Oder war es unser Freund, der hat doch gerade gelabert von wegen hier oben und der... Moment. Energie kritisch. Ah, okay. Komm schon, wir müssen zuerst. Ich wollte dich gerade schon über einen Haufen ballern. Ich bin hier nicht allein. Was ist los, Aztec? KVA-Patrouille. Vier Mann. Haben die sie gesehen? Negativ, aber sie kommen näher. Moment, da ist etwas. Alter. Aztec, was ist denn los? Adresse Santissima. Aztec, Lagebericht. Jetzt. Der Herr ist mein Hirte! Der Herr ist mein Hirte! Der Herr ist mein Hirte! Prophet, hilf mir! What the fuck? Was geht denn da für eine Party? Helfen Sie ihm! Schnell! Los, los! Ja, ja! Sind ja schon auf dem Weg! Mensch, wir sind auch ein bisschen älter, oder? Ja, ja. Blöder Commander hier. Müssen wir unterwegs sein. Ganz schnell und alles Mögliche. Boah, das schaut sehr schön aus. Hä? Kein Plan, was der jetzt gerade für ein Problem hatte. Warum der so rot leuchtete und so. Ich weiß es nicht. Verdammt, was ist das? Keine Ahnung. Sag du es mir, Kollege. Boah. Durch das Gebüsch hier. Mann, Mann. Mach mal nebenbei deine scheiß Taschenlampe aus. Wenn hier gleich Gegner sind, dann sehen sie uns bestimmt. Ich weiß leider nicht, wie die auf Taschenlampen so reagieren, ey. Mann, was zum Teufel war denn hier los? Das frage ich mich auch, Kollege. Hörst du das? Was? Ich höre nix.
Ich bin ein bisschen taub. Lass mal hören. Ich höre nix. Mir gefällt das nicht, Mann. Mir auch nicht. Mir auch nicht. Da tropft Blut. Links. Alter! Scheiße! Chester, bitte kommen! Was ist mit Aztec? Er ist tot, Boss. Verdammt! Was zum Teufel ist da draußen los? Keine Ahnung. Aber ich fürchte, wir sind nicht allein hier. Was ist da los? KVA? Negativ, Sir. Hier liegen 4 Koreaner, aber Aztec kann sie unmöglich getötet haben. Diese Typen hat was anderes umgebracht. Die sind übel zugerichtet. Okay. Erweisen Sie ihm die letzte Ehre und gehen Sie weiter. Wir treffen uns in der Landezone. Was ist mit Aztec, Sir? Sollen wir ihn einfach hier lassen? Negativ. Ich regel das. Wir dürfen nicht zulassen, dass ein Anzug den Koreanern in die Hände fällt. Treten Sie zurück. Verdammt. Daran werde ich mich nie gewöhnen. Ich auch nicht. Adios, amigo. Adios. Oh, Mann. Chester, Sie nehmen seine Ausrüstung und verwischen unsere Spuren. Nomad, zur Landezone. Verstanden, Boss. Bin unterwegs, Prophet. Ja, dann wollen wir mal weiter, ne, Kollege. So. Was zum Teufel war das? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich will es auch ehrlich gesagt überhaupt nicht wissen nebenbei. Leertaste im Stärke-Modus, starker Sprung. Kommst du nicht mit? Anscheinend nicht. Gut. Wie kommt man jetzt hier rüber? Obwohl, warte mal kurz. In der Cutscene war doch irgendwie... Hey, bist du noch hier? Maximales Tempo. War doch irgendwie... Maximale Panzerung. So eine Art großer Sprung, der Dingens gemacht hat. Ah! Sieh, da vorne bewegt sich was. Umschalten auf Tarnmodus. Damit kann man höher springen. Sehr interessant. Und da vorne sind schon die nächsten Gegner. Aber leise, bitte. Aber klar, kein Problem. Energiekritisch. Oh, perfekter Schuss. Ich bin Sniper. Das ist wirklich geil gemacht, dass man wirklich, sag ich mal, eine kleine Auswahl hat. Entweder du gehst voll stealth-mäßig vor, was ich jetzt gerade versuche, oder du gehst total Rambo vor, was ich halt nicht versuche. Maximale Panzerung. Ist hier noch einer? Oder waren das nur 2? Ich hoffe mal, das waren nur 2. So. Seine Munition. Und der andere müsste irgendwo hier liegen, laut dem Radar. Laut der Minikarte. So. Also wenn es eine bessere Möglichkeit gibt, die Leute leise auszuschalten, sagt mir mal bitte das in den Kommentaren, denn ich weiß nämlich keine. Ich kenne nur die jetzt gerade im Moment noch. Es wäre richtig geil, wenn man so eine Art One-Hit-Animation irgendwas hat. Wie in Battlefield 3 halt zum Beispiel, wo man halt von hinten... Roger, Prophet. Bin unterwegs. Wie es halt in Battlefield 3 so üblich ist. Also von hinten mit einem Messer und One-Hit sofort tot. Gibt es sowas auch in Crysis? Wäre auf jeden Fall schon mal sehr geil. Wenn es sowas gibt, dann bitte mal in die Kommentare damit. Denn ich bin ja noch der absolute, ja, sag ich mal, Noob. Kann man da doch rum? Bin ich hier vielleicht ein Secret oder so? Eine versteckte Waffe. Ein Snipergewehr. Anscheinend. Nicht so wirklich. Aber sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr geil aus. Also für heutige Verhältnisse auf jeden Fall immer noch sehr, sehr schön. Ich meine, für frühere Verhältnisse war das auf jeden Fall schon sehr atemberaubend. Alter. Nebenbei, ich habe das alles auf hochgestellt, also die komplette Grafik total auf hochgestellt. Beziehungsweise auf sehr hoch. Es gibt einmal die Einstellungen hoch und sehr hoch. Und halt normal und gering oder sonst was. Alter, erstes Licht. KVA-Patrouillen geortet. Benutzen Sie Ihr Fernglas, bevor Sie denen in die Arme laufen.
B-Fernglas benutzen. Da ist eine große Sendeanlage. Das muss der Störsender sein. Ah. Sag mal. Kollege? Oh Mann. Naja. Kann man die vielleicht irgendwie markieren oder so linke Maustaste Richtung? Nee. Anscheinend nicht, leider. Das wäre geil, wenn ich den jetzt so markieren könnte, so irgendwie mit der linken Maustaste. Und dass der mir immer so weiß markiert irgendwie angezeigt wird oder so. Komm. Ah, Moment. Ich glaube, ich sehe da was auf der Minikarte unten. Ich habe den irgendwie einfach anvisiert, den Typen. Und dann wurde der mir auf der Minikarte angezeigt, so als roter Pfeil. Und dann habe ich den angezeigt und dann wurde der auch als roter Pfeil angezeigt. Ich glaube, das soll so sein, wenn man halt die Leute mit einem Fernglas irgendwie markiert. Glaube ich jedenfalls. Naja, auf jeden Fall werde ich erstmal ab hier diesen Part beenden, meine Freunde. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part von Crysis wieder. Chakalaka, Motherfucker. Bye.